Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nobody Wants to Die. In der letzten Folge musste ich jetzt hier mittendrin pausieren, weil es einfach kein Ende nahm. Aber wir werden gerade verhaftet, denn wir befinden uns hier in einem illegalen Bereich, beziehungsweise wir haben unser Fahrzeug widerrechtlich abgestellt, uns hier die Kante gegeben und jetzt auch noch ein bisschen die Polizei angelogen, obwohl wir selbst Polizist sind. Und das Problem ist, dass unser Auto gefahndet wird, denn wir waren in der Icarus mit dem Auto. Und das weiß die Polizei und jetzt sind wir on the ass. Ich hoffe nur, ich falle nicht hier runter. Also, zielen die auf mich? Hey, do not move. Hands where we can see them. Ja, ja, ich mach gar nichts, kennt mich mal. Praktisch. Ach, wir finden schon eine Lösung, das zu regeln. Komm. Wir können ja auch mal ein bisschen mit unserer Desynchronisierung hier spielen, weil wir leiden ja wirklich darunter. Das wird schon gehen. Wir spielen den Verrückten. Faked Sarah das? Ah, fuck this guy, let's go. Motherfucker makes me wanna stop drinking. Hab ich doch gesagt, manchmal muss man auch einfach das Opfer spielen. Wenn uns das Ganze aus der... ich liebe ihn, wie er jetzt einfach direkt nochmal einen reinbringt. Ja, Legende. Okay. Did you call in a fake burglary? Ja. It was all I could think of. Die Sarah, die ist hier langsam, die entpuppt sich. One thing though, cunt? Seriously? Okay, James. Hey. I'm no expert, but the universe seems to be telling you to go home. You believe in signs. I believe it's 2 AM and I'm getting sick of you. Gut. Seriously? Shit. I owe you an apology. Didn't look at my watch. James, I know you have your demons. I've read your file, but you've got to learn to control them. Was glauben, Sie, wieso ich so viel trinke? Ich konnte mal kommen hier, das ist gut. I used to control them. I understand. I know it's got to be difficult for you. But you know the saying? The sleep of reason produces monsters. Put the vodka away and rest. It will help. Das ist kein Wodka. Rest doesn't work for me. Das ist guter Scotch. Scotch und Wodka? Nee, Scotch ist doch kein Wodka, oder? Ich kenne mich damit nicht aus. I saw the hologram. The guy falls asleep with his head on the desk. There are boogeymen and bats swirling around him, like a coming for him. Verbessern. You can almost hear the flutter of their wings. It was Goya, I think. Suddenly you know art. Ich habe viele Talente. Nicht immer so oft über Rachel reden, das kommt nicht so gut. Then haul your talented ass off to bed before you get in trouble. Kann ich hier auch noch verbessern? Ja. Ja, geil. Und jetzt ab dafür. Flieg. Flieg davon. Ach ja, ich möchte nicht in seiner Haut stecken, um ehrlich zu sein. Ach, das ist gut. Ein schöner Traum. Ich träume gern von so einer Welt hier und von Rachel. Oh, das ist mal richtig angenehm, mal ein bisschen aus dieser komischen Stadtkulisse da rauszukommen. Weil die erdrückt einen schon irgendwie. Ich kann es absolut verstehen, dass der Mann Probleme hat. In der Welt, in der er da noch umhergeistert, ist das Leben, glaube ich, nicht mehr so lebenswert. Auch nicht, wenn du in einer relativ guten Position stehst. Rachel. Und seine Albträume plagen ihn auch hier. Ich weiß nicht, hatten wir schon erfahren, warum seine Frau tot ist? Ich glaube nicht. Wenn, habe ich es vergessen, aber es scheint ihm auf jeden Fall schwer zu schaffen zu machen. Weil sie hat keinen Körper gekriegt oder sie wollte das vielleicht nicht, in einen neuen Körper zu gehen oder was auch immer. I don't know.
Ich komme hier auf jeden Fall. Ich versuche es, irgendwas zu machen, aber es geht nicht. Das hält mich hier fest. Vielleicht nicht so viel Alkohol trinken. Tipp von mir. Dann drehen die Träume vielleicht nicht mehr ganz so stark ab. Waking Sarah up for a drunken call was as healthy as my usual cigarette dinner. But I needed this conversation. Okay. And something told me she needed it too. Anyway, it was a nice contrast with all these conversations that leave me hungover even when I don't drink. Naja, für uns hat es sich gelohnt, mit ihr zu sprechen, weil sie uns den Ass gesaved hat. I shouldn't be driving like this. Nee. Der Autopilot war doch an. Nur fürs Protokoll. Okay. Wo ist eine illegale Versammlung da unten? Seems like the whole city's turning to dust and I still feel the festive atmosphere. We gather around the fire, sing songs, argue about politics. Thanks to this charade, you lie to yourself for another year that your life matters. Shit. I have to go home. Besser wär's, Junge. Ab in die Haia. Ich glaube, es wird echt Zeit. So, da muss ich runter, ne? Das ist doch hier auch nicht unser normaler Weg nach drin. Oh, guck mal da. Ein Kollege. Der Herr Nachbar. Komme ich da irgendwie hin? Kann ich irgendwie mit dem interagieren? Nee, ne? Hallo, Herr Nachbar. Okay, der schreit auch irgendwie ins Leere. Ich glaube, die Menschen sind hier alle nicht mehr so im besten Zustand. Not good. Ich glaube, hier verzweifeln viele in dieser Welt. James, Kara, I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Ja. I know. I know. Ins Badezimmer. Ich hoffe, das kommt diesmal direkt. Achso, ich dachte, ich soll duschen. Fuck. Ja, soll ich auch. Nee, das steht da schon, seit wir das erste Mal hier drin waren. Ich möchte das gar nicht essen eigentlich. Nee, nee. Where are the fucking drugs? Wir hatten die doch vorhin am Auto noch. Da haben wir doch noch ein paar gesnackt. Ach, ich mache mir Sorgen um den Mann. Das gefällt mir nicht. Dem geht's ehrlich gar nicht gut. You already know who the murderer is? How did I? Nee. Hey. Doesn't the hero die at the end? Bin ich denn der Hero? Ja, aber er gibt alles. Yes. But he's trying. And when will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? Mir wird schon reichen, wenn sie wieder da wäre, glaube ich. My drugs. I'll die. Drugs should be in the kitchen. Wer kennt es? Or the restroom. Maybe upstairs. Ich guck erstmal im Bad. Wenn ich Tabletten hätte. Boah, das ist jetzt nicht wahr. Okay, in den 27 Sekunden kann ich aber kurz oben gucken gehen, oder? Da sind sie. Sehr gut. Ah, die sind leer. Damn, empty. I think I had in ancient cultures, the Moirai were an allegory of destiny. Schade, dass die Dialoge manchmal gecuttet werden. Leider ein bisschen buggy. No, that sounds weak. So. Wir gucken kurz im Bad.
Don't make a mess. Aber warum sollten die denn hier sein, wenn wir uns das Bad ja mit lauter anderen Leuten teilen? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Küche. Oder? Ja doch, hier sind tatsächlich, aber die sind auch leer, ne? There's nothing in this one either. Ja, okay. Well, that leaves the kitchen. Aber warum haben wir die hier im Bad? Das ist doch so ein Gemeinschaftsbad, was immer umhergefahren wird. Die sind auch leer. Oh je. Yeah. Nee, die sind nicht leer. Okay, Gott sei Dank. Die waren auch leer. Ach du Gott. Baum zurückstellen. Attention, the sync test is ready. Immediately approach the Hestia module. Gleich, ich muss kurz hier erst mein Bäumchen aufstellen, ja? Das einzige Stück Leben, was noch existiert, gefühlt in dieser Welt. Und selbst das schaffe ich nicht, am Leben zu halten. So wie es aussieht. Okay, wo mache ich das? Ah, hier. Das ist ja cool. Glaube ich. Alles ein bisschen mysteriös. Was genau ist das jetzt hier für ein Test? James, Kara, welcome back. I'm starting the synchro test. Ah, okay. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Excellent. Very literally, but perfect. Ist auch okay. Wir sind ja Ami. Ich glaube, das ist die grüne Wiese, die sich ein Ami vorstellt. Okay, wo setzen... Ich setze mich auf den gemütlichen Stuhl. Die Psychologin kann sich da hinsetzen, ganz ehrlich. A difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. Before we get to the point. Das ist eine weirde Kulisse, aber irgendwie geil. Irgendwie strange, aber nice. I just changed my body and my old shell went to the Hall of Fame. Looks pretty good there. Please start calibration process. Okay. Soll wohl darauf zugehen. Ah. Hallo. Muss ich weggehen? Muss ich auch von weggehen? Nee, ich muss den Winkel ändern. Calibration successful. Thank you. Let's go to the memories. Na klar. It's time to confront them. Proceed to the next stage. Ich gehe zur next stage. The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please, you are at the peak of your abilities and career. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Gleich fallen wir, oder? Ja. Habe ich mir schon gedacht. A new body? A new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. Maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Excellent. You found a new purpose in life. Ist dem so. Guck mal, sieht aus wie mein... Wie meine Tastatur mit RGB-Beleuchtung. Cool. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event.
Der Zugunfall. Okay. So sind wir gestorben in unserer letzten Hülle. It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses. Or stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Seriously? Hm. Oh, unsere Waffe. I had a chance to hit him, but my gun jammed, even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is we were on a mission. Me and Seth. Also, am Anfang war ich mir bei dem Spiel immer nicht so sicher, weil gameplay-technisch fand ich es erst ein bisschen weird. Aber ich muss sagen, es ist sehr eigen. Auch kein Hinweis. Ich weiß, dass ich hier in die richtige Position muss irgendwie. Aber inzwischen muss ich sagen, bin ich echt sogar ein bisschen impressed. Also mal ganz ehrlich. Das ist einfach mal was komplett Neues. Sowas haben wir selten. Ja, ich kann jetzt zurück. It derailed the train. My ears were ringing and fuck. Das ist ein Auto. I don't remember. What about Seth and the one you were? So many bodies. I had to get him. Dispense justice. The bastard kept eluding me. Wieder hier rauf vielleicht? Nee, weil da kann ich ja gar nicht weiter. Oh, es bröckelt langsam hier, ne? So, ich weiß, ich kann einen Hinweismodus und so benutzen. Aber ich versuch's erstmal noch selber zu finden. Die Stelle muss ich diesmal hier hoch wahrscheinlich, ne? Das bietet sich hier so an. Ach, guck mal. Die Funken fliegen sogar dahin, wo man hin muss. I knew he got hit hard. Geiler Schnurrbart. James, do you blame yourself? Ich glaube schon. What happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. I was his partner. He relied on me. Das sitzt also auch noch tief bei ihm, dass er sich für den Tod seines Kollegen verantwortlich macht. Now? Nein, ich bin noch jetzt. When do I get a chance to pass the damn test? Ich bin noch jetzt genau im. I won't let this go. In dem Moment, wo ich nicht gehen will. I'll finish it. And I'll be back where I belong. Okay. Attention. Dynamic element detected. Schon sehr cool alles. James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. What projections? This is my fucking window. An diesem Tag 2317. Rachel. Hat Rachel sich umgebracht? Das wirft neues Licht auf die Sache. We recommend staying home.
Your mental state is very strained and you need time. Ja, das wusste ich schon vorher, alles gut. Richtig, alles was mich interessiert. From 9 to 12 months. Estimates may change. Fuck. Tja, wir müssen wohl ohne unseren offiziellen Job den Fall weiter bearbeiten. Sarah, I fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Ach nee. Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I've no chance to go gibt back. Sarah überhaupt? James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces. I can't drag everyone down all the time. You didn't deserve it. Phew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think? I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? Ich hab irgendwie, you're the only person in this town who wants to know what's going on. Let's get busy then. Die war am Anfang so anti alles und nee, auf gar keinen Fall mache ich das und auf gar keinen Fall stelle ich mich gegen die Polizei und mache irgendwelche Sachen, die nicht erlaubt sind. Und jetzt ist sie so voll into it. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause und sehen morgen, wie es weitergeht in einer weiteren Folge von Nobody Wants to Die. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Having a goal is better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms and the memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep recalling the past. You're a goddamn departmental legend. Legend, huh? More like cautionary tale. I need access. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? No doubt about it. This case smells worse than a two-week-old corpse in a storm drain. Can I ask you something personal? Do you believe in life after death? Well, apparently in the past, people used to ask stuff like that all the time. Because the average lifespan was less than 100 years. And now? Can we believe in anything beyond this? What if you could choose the bank or death? We've got the police word of gunshots in Central Park! The crowd is panicking! Sarah, you there? All those innocent souls. I will find you. James? No, please. Take you apart piece by piece. Who are you? I've lost visual. You should be thanking.